Wir haben das Biografiezentrum gegründet, um mit anderen Biografinnen und Biografen gemeinsam den Menschen zu helfen, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben und als Buch, Film oder Hörbuch zu edieren. Ziel des Biografiezentrums war und ist immer noch, einen kollegialen Austausch zu schaffen, Synergien statt Konkurrenz zu nutzen und so ein großes Miteinander zwischen den Biografinnen und Biografen, die bei uns mitarbeiten, zu ermöglichen. Es wird wunderbar angenommen und wir sehen, dass wir auf einem guten Weg sind damit. Ich begleite Menschen, die ihre Lebenserinnerungen als Buch festhalten wollen. Es gibt viele Anlässe dafür, freudige, aber auch traurige. Manche Menschen möchten ihren emotionalen Nachlass vielleicht regeln. Und dafür braucht es eine besondere Sensibilität und das Vermögen, das Erinnerte gut strukturiert aufzuarbeiten, sodass Zusammenhänge klar werden. Und das kann für den Betreffenden, aber auch für die Leser dann sehr erkenntnisreich und vielleicht auch heilsam sein. Ich arbeite als Biograf und mein Schwerpunkt sind Privatbiografien. Das sind also Biografien von Kunden, die gern ihr Leben aufgezeichnet haben möchten und dabei manchmal selber erst entdecken, wie interessant ihr eigenes Leben gewesen ist. Es beginnt manchmal damit, dass sie meinen, was Interessantes habe ich eigentlich gar nicht erlebt und am Ende erstaunt sind über das, was sie alles zutage gefordert haben aus ihrem eigenen Leben. Ich bin nach einigen Jahren bin ich jetzt Biografin geworden, weil ich weil mich Lebensgeschichten interessieren von Menschen und irgendwie hat sich es ergeben im Lauf der Zeit, dass ich Bücher mit Menschen schreibe, die sehr viele Brüche oder Brüche in ihrem Leben hatten. Also wo das Leben eine neue Wendung genommen hat und die Menschen dann auch den Mut aufgebracht haben und es gehört Mut dazu, die eigene Biografie zu schreiben, sich selbst, diese Menschen haben den Mut gefunden, sich selbst zu sehen. Also ich bin Biografin und Schriftstellerin und ich möchte gerne ein Stück lebendiges Leben einfangen, zum einen in verschiedenen Medien, und aber auch den Leuten helfen, sich mit ihrem Leben zu beschäftigen. Also ich schreibe nicht nur, sondern ich mache auch Erzählcafés und ja, biografische Dokumentationen auch auf das Zeitgeschehen bezogen. Also ich bin gelernte Historikerin und Psychologin und beschäftige mich seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre mit der menschlichen Biografie. Biete Firmenchroniken und vor allem Privatbiografien an, kann gut zuhören und liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich bin Lektor und Biograf. Es geht mir darum, wenn Menschen etwas Schwerwiegendes erlebt haben, das für sie zu schreiben, auch methodisch darzustellen. Ich selbst habe angefangen mit Lyrik, Tagebuch, veröffentliche auch Lyrik und sehe mich in der Lage, das zu tun für die Person, die es haben möchte und ihr dann auch den öffentlichen Raum letztlich zu geben. Ich erstelle Fotobiografien und ich möchte, dass wirklich jeder seine einzigartige Geschichte festhalten kann. Und zwar so, dass sie lebendig wirkt beim Betrachten durch Worte, durch Texte, durch Fotos und durch eine individuelle Gestaltung. Ja, ich beschäftige mich auch mit dem Schreiben von Privatbiografien und Firmenchroniken und für beide biete ich halt auch an, diese selbst zu übersetzen oder auch übersetzen zu lassen in alle möglichen romanischen, slawischen, skandinavischen oder auch asiatischen Sprachen, damit halt nicht nur die Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland das auch nachlesen können von ihren hier lebenden Angehörigen, sondern auch die Geschäftspartner im Ausland der hier in Deutschland ansässigen Firmen. Seit gut 5 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als Biografin und Lektorin mit einem Schwerpunkt auf Biografie, Firmenbiografie oder Chronik bzw. Privatbiografien. Und ich mache das, weil es mir große Freude macht. Ich schreibe schon seit meiner Kindheit und ich lerne dabei Menschen besonders gut kennen. Und das gibt der ganzen Sache einen tieferen Sinn.
Ich beschäftige mich überwiegend mit der Erstellung authentischer Privatbiografien, in denen sich die Menschen wiederfinden. Mir ist die Menschlichkeit bei dem Thema sehr wichtig und arbeite nach dem Motto des Dichters Friedrich Maximilian von Klinger: Ein jeder Mensch hat seine Geschichte, die es wert ist, gekannt zu sein.